Ja, wie versprochen. Heute Tag 5 oder Tag 6. Eins von beiden kann da ich raussuchen. Ich habe das einige Zeit unbeobachtet gelassen. Nach eurem Tipp mal die obere Folie weggelassen. Ja, dann gucken wir mal, wie es ausschaut, ne? Was du alles gekommen hast. Ja. Also, was gibt's denn da alles zu gucken? Hier, das dürften Radieschen sein. Da habe ich, glaube ich, so eine große Bahn Radieschen hingelegt. Ja. Da steht drauf, Keimung in 8-12 Tagen. Also heute sind wir bei Tag 6. Da keimt etwas, aber die haben ja schon an Tag 3 ordentlich gekeimt. Mal gucken, wie weit sie jetzt sind. So, das sind die ersten, die wunderbar rausgekommen sind. Radieschen. Jawohl, und hier drüben haben wir die Gurken. Die sind auch schon an Tag 3 gekommen. Heute ist Tag 5, wie gesagt. Ja, und wie lange dauert so eine Keimung von Gurken normalerweise? Was sind das? So, Keimung 6-15 Tage. Na gut, Tag 3, Hälfte. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier jetzt für? Das könnten auch Radies sein. Da habe ich nämlich zwei verschiedene Sorten. Einmal Riesenbutterradieschen und einmal diese welche. Sieht schon nicht schlecht aus. So, der Moringa. Magst du schon Moringa? Ja, Moringa kommt auch schon. Ah, Wahnsinn. Moringa-Samen. Die dauern eigentlich auch ziemlich lang normalerweise. Ja, und was das hier vorne ist, ich glaube aber nur, weil da ist ein schwarzer Samen, alles klar. Da kommt auch schon ein kleiner. So, aber ich glaube hier vorne, das waren diese gewesen. Diese Tomaten. 8-14 Tage. Und die sind auch schon, ja, bestimmt nach Tag 4 rausgekommen, so wie es ausschaut. Das ist Tag 5. Ja. Ja, was das hier gewesen ist, wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, das waren Möhren gewesen. Möhren oder Riesenpetersilie, eins von beiden. Aber das dauert 14-20 Tage normalerweise. Und das hier, ich glaube, hier an der Seite der Kleine kommt schon. Ne? Ja gut, heute mal ein bisschen mit Wasser besprühen. Und dann mal schauen, was da noch rauskommt. Ja, und das hier, entweder ist es Bärlauch. Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Mal schauen. Dauert normalerweise auch 6-12 Tage. Ja, aber kann man schon halbwegs zufrieden sein. So, jetzt brechen wir das hier erstmal ab, weil irgendwo muss ich es ja auch hinpflanzen, ne? Und dann mal beobachten. Denn das sind Cannabispflänzchen, die sehen noch nicht gerade gesund aus, zugegeben. Naja, wir experimentieren ja noch etwas.